Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von Infrakta. Und spielen wir denn die wieder Dimperer. Jetzt vertreiben wir erstmal die Ikeni vom gallischen Festland. Weil ich den Ausdruck Festland immer so ulkig finde. Weil Insel ist ja jetzt gerade Schwankland. Ja. Nur weil hohe Welle kommen, heißt ja nicht, dass die Insel irgendwie nicht fest. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Gibt übrigens einen interessanten Artikel über die Geschichte eben von der Nordsee, wie die das Wasser, also der Wasserspiegel, der Meeresspiegel noch deutlich niedriger war während der Eiszeit, lag ja bis hier die Doggerbank und so war ja dann Festland. Soweit, wenn ich mich richtig entsinne, hatte ja deshalb auch der Rhein und die Themse damals die gleiche Mündung. Also die vereinigten sich quasi noch und flossen dann in die gleiche Mündung. So, Delta. Mhm. Ackerschlacht, finde ich gut. Voll die Schlucke auf. Ich weiß bloß nicht warum. Ich habe mich heute überhaupt nichts aufregen müssen. So, Burschis, wie sieht's aus? Kommt ihr, da soll mal rüberkommen, euch hole. Die haben die Haare und die Bärte so schön. Ich nehme an, wir werden sie holen müssen. Das hat ja eher so bedingt gut funktioniert mit dem... Also irgendwie ruckelt es gerade so ein bisschen. Es sind noch gar nicht so viele Truppen auf dem Schlachtfeld. Ich glaube, im Zugriff mache ich den Virus-Scanner aus, wenn ich das Spiel spiele. Das geht scheinbar ordentlich in die Performance. Ich sehe schon. Gaming-Notebook hin oder her. Ich muss mal überlegen, er hat doch wieder eine große Desktop-PC aufbau. So eine richtige Killermaschine. Das macht mir bestimmt auch wieder Spaß, den ganzen Krimmel zusammenzubauen. Ich muss ja sagen, das Zusammenbauen von so einem Desktop-PC, das macht mir in einem Vormittag gar nicht auf Spaß dabei. Aber dann das ganze Einrichten vom, Betriebssystem, da fallen einem die Haare ab. Bis dann die 45 Millionen Programme all installiert sind und gepatcht und gemacht und gedönst und getan. Jo, schieß schon mal rein. Our general is under attack. One of our units has used all its ammunition. First cohort! Legionaries! Legionaries! Brave room!
Germans to a man. One of our units has used all its ammunition. Advance at speed. Melee infantry at your Roma Invicta. Ordinal. The battle is turning in our favor. Melee cavalry awaiting order. Ich find's immer lustig, dass er sich so überrascht dabei anhört. One of our units has used all its ammunition. Melee cavalry! For glory! Genau, for glory! Toll, meine beste Infanterie-Einheit rennt irgendwelchen Schleuderern in der Hand. Kann man nicht? Kann man mal machen. One of our units has used all its ammunition. What are your orders? Grab Roma Joe! General! Hail! Cohort parati! Dass sie noch nicht rennen. Die müsste ja schon längst zusammengebrochen sein. Na, jetzt wanken sie, jetzt ist vorbei. Zack, das war's. Licht aus. Ich glaube fast, dass der Ladebildschirm vor der Schlacht und nach der Schlacht zusammen länger dauert als die ganze Schlacht. Ja. Wobei ich mir habe sagen lassen, dass es wohl so ist, dass in dieser Mod die Ladeschirme und die Ladezeiten noch länger sind als in der Vanilla. Na ja, gut, wenn die da eine Menge Stuff eingebaut haben, dass alles erstmal geladen werden muss, gut, kann sein. Konform Showgeschäft. Bei 648 dauert die Runde wechseln, Ladeschirme ja auch im Allgemeinen ein bisschen länger als in der Vanilla. Bisschen. Keine Ahnung, das ist das Spiel. Das sehen wir mal, dass 640 mein Vielfaches größer ist als die Vanilla in jeder Hinsicht. So, haben wir auch eingesackt. Richtig, läuft. Abreise. Kann man mal lassen. Damit ist halt die Verbindung nach Friesland hergestellt. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, brauchen wir... Ach was, wir machen es einfach. Finding shelter. We take this settlement for Rome! None will escape! Ein Haufe halbnackter Irre. Ja gut, das wird ein bisschen länger dauern. Und ich habe Angst, dass es jetzt wieder abstürzt, wenn ich zwei Schlachten hintereinander direkt spiele. Ich setze einen Cut, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss!